zuerst wollte ich mal fragen, wie du das Drehbuch gefunden hast, als du es zum ersten Mal gelesen hast. Fantastisch. Aber ich habe es nicht beim ersten Mal begriffen, ich habe es mehrmals gelesen, aber ich war beeindruckt und begeistert und absolut angetan von der ersten Sekunde an. War das dann so, dass du damals schon ziemlich genau wusstest, dass das klappen könnte, oder war das eher... Im Falle von Francis Ford Coppola habe ich bis zu dem Moment, wo ich das allererste Mal tatsächlich am Drehort stand und meine erste Einstellung gedreht habe, immer wieder auch im Kopf gehabt, dass er mich vielleicht anrufen wird und sagen wird, das Ganze wird vielleicht doch nichts. Ja. So. Ja? Ja? War das dein Gefühl oder Nee, er hat mir immer ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, aber man selber hat dann natürlich Ängste und Unsicherheiten und Zweifel, und ich habe gedacht, ich bereite mich besser darauf vor, dass es auch sein könnte, dass es vielleicht doch nicht stattfindet, weil das ist natürlich ein Geschenk, was man da als Schauspieler bekommt. Also ich wüsste keinen Schauspieler, der nicht sofort jubelnd aufspringen würde bei der Aussicht, mit Francis Ford Coppola zu arbeiten, und deswegen habe ich gedacht, ich bin da mal lieber vorsichtig, bis ich auch wirklich weiß, dass es tatsächlich so ist. Wie war dann so der erste Tag am Drehen? Der erste Tag war super. Und der zweite auch und der dritte auch und bis hin zum 30. Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich sein Regiestil von anderen? Ich würde sagen, dass alle Regisseure, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, sich alle voneinander unterscheiden. Ich würde sagen, man kann keinen Regisseur mit dem anderen vergleichen, weil der Beruf eines Regisseurs so komplex ist und so viele Dinge wichtig sind. Die Vorbereitung, die Drehzeit selber, die Postproduktion, es sind so viele Bereiche, und ich glaube, Regisseure haben unterschiedliche Stärken. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Arbeit mit Francis Ford Coppola einmalig ist für mich und sicherlich auch bleiben wird, weil es natürlich was Besonderes ist, einer Legende wie ihm zu begegnen, einem Mann zu begegnen oder einem Mann zuzuhören oder ihn mitzuerleben, Tag ein, Tag aus, der all diese unglaublichen Filme gemacht hat, die ihn zu einem der größten Regisseure unserer Zeit machen. Hast du denn sowas für dich mitgenommen von ihm, von den Dreharbeiten? Viel, ja, viel. Das ist immer so ein bisschen, manchmal bei manchen Fragen ist es kein Problem mit den konkreten Beispielen, bei anderen ist es eher kompliziert. Also was ich von ihm mitgenommen habe, er hat mir das größte Geschenk gemacht, was man als Schauspielerin machen kann. Er hat so viele tolle Geschichten zu erzählen gehabt von früheren Filmen, und er ist sowieso so beeindruckend und übt eine solche Faszination aus auf andere Menschen. Also es war einfach ein Traum, diesen Mann bei der Arbeit beobachten zu dürfen. Wie kann man sich die Arbeit vorstellen? Ist er eher so ein ruhiger Typ oder hat er eine ganz genaue Vorstellung? Er ist ruhig, aber in ihm brodelt es auch. Also das kann durchaus, also man rechnet schon damit, dass sie jede Sekunde auch etwas emotionaler und leidenschaftlicher werden könnte. Er ist aber ein sehr offener, sehr nahbarer, zugänglicher Mensch, warmherzig. Also er ist jemand, der sehr darum bemüht ist, dass sich die Menschen um ihn herum wohlfühlen. Aber er verlangt den Menschen um ihn herum auch alles ab, weil er auch alles gibt. Und dann hat er auch das gute Recht dazu. Und also mir war keine Sekunde lang langweilig an diesem Drehort. Ja. Ja. Aber dann für diesen großen Moment, wo es dann losging, wie hast du dich da vorbereitet? Ich hatte ja konkrete Dinge, die ich vorbereiten musste. Zum einen die Sprachen, zum anderen habe ich mich natürlich gefragt, wie diese Wahnzustände dieser Figur, die ich da spiele, wie die wohl aussehen könnten. In dem Moment, wo sie anfängt, diese alten Sprachen zu sprechen, was passiert da genau mit ihrem Körper, was passiert da mit ihrer Atmung? Und ich wollte vor allen Dingen in diesem Fall, wollte ich gerne ihm auch mehrere Varianten anbieten können. Ich wollte mich jetzt nicht darauf verlassen, dass er mir jetzt genau sagt, was ich da zu tun habe, sondern ich wollte gerne ihm was anbieten können in dem Moment, wo er mich fragt, wie ich mir das so vorstelle. Ja. Und da habe ich meine ganzen alten Lehrer von der Schauspielschule angerufen und habe mich mit denen ein paar Mal getroffen in Berlin und habe zumindest schon mal so für mich so probiert, Ängste abzulegen und Hemmungen zu verlieren, was natürlich absolut erforderlich war für diese Szenen. Mit den Sprachen hast du nur die Laute gelernt, oder wie hast du das gemacht, um dir das auch zu merken?
Also der Lernvorgang ist der gleiche Lernvorgang wie bei einem modernen oder bei einem klassischen Text. Wir hatten Lehrer in Bukarest, die uns geholfen haben, wegen der richtigen Aussprache. Und das ist dann einfach nur eine Frage von Disziplin, diese Texte immer wieder und nochmal aufzusagen, sodass man dann schlussendlich so sicher ist, dass man mit dem Text machen kann, was immer erforderlich ist. Gibt es eine Sprache, die du gerne lernen würdest? Ja, also ich spreche ja vier Sprachen. Ich würde lieber, anstatt noch eine Sprache zu lernen, würde ich lieber lernen, die Sprachen, die ich nicht so gut sprechen kann, noch besser zu sprechen. Also Englisch würde ich gerne besser sprechen. Oder ich würde vielleicht gerne mal anfangen, auf Englisch Bücher zu lesen. Aber die Zeit fehlt manchmal. Ja. Jetzt nochmal zu deiner Rolle oder deine Rollen. Mhm. Wie würdest du die beschreiben? Ich spiele die große Liebe der Hauptfigur, eine Frau, die sehr genau weiß, was sie zumindest nicht will im Leben, nämlich ihr Leben mit einem Mann teilen und verbringen, der so fixiert und fokussiert ist auf seine Arbeit, auf sein Werk, auf sein Genie, dass für sie nicht viel Platz bleiben wird. Also ich spiele eine Frau, die sich dann dazu entschließt, diesen Mann zu verlassen. Und dieselbe Frau, dieselbe Seele taucht dann zu einer anderen Zeit in einem anderen Land wieder auf. Und da beginnt die Liebesgeschichte nochmal von vorn. Und im zweiten Teil des Films spiele ich eine Frau, die den Verstand verliert. So könnte man es vielleicht umschreiben. Wir wollen nicht zu viel verraten. Ja. Aber so zusammenfassend, du sagtest, Liebe, ist das ein Liebesfilm, sozusagen? Es ist eindeutig ein Liebesfilm, ja, würde ich schon sagen. Und es ist aber auch ein poetischer, philosophischer Film, der sich mit Themen auseinandersetzt, wie Zeit, wie Bewusstsein, vielleicht auch das wehmütige Gefühl widerspiegelt von Menschen, die älter sind und sich fragen, ob sie im Leben alles richtig gemacht haben, ob sie immer die richtigen Prioritäten gesetzt haben. Aber zuallererst einmal würde ich sagen, das ist ein Liebesfilm, ja. Hat er eine so Botschaft, die man so in einem Satz zusammenfassen kann? Mit Sicherheit keine Botschaft, die man in einem Satz zusammenfassen kann. Mit Sicherheit nicht. Aber der Film hat viele Botschaften und der Film funktioniert auf vielen Ebenen. Und ich glaube, der Film ist auch eine Aufforderung an die Zuschauer, sich die eigenen Gedanken dazu zu machen. Der eine wird berührt sein von einem bestimmten Thema und ein anderer Zuschauer könnte von was ganz anderem berührt sein oder... Also ich weiß nicht, er selber hat gesagt bei der Premiere in Los Angeles, als er sein Publikum begrüßt hat, dass auch die Filme, die sein Leben verändert haben und die Filme, die für ihn wichtig waren, dass das nicht immer Filme waren, die er zu 100% verstanden hat, aber dass das immer Filme waren, die ihn mit einem bestimmten Gefühl zurückgelassen haben. Und ich glaube, das kann und schafft dieser Film auch. Und ja. Wie war das, als du ihn dann zum ersten Mal fertig gesehen hast? Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe ihn in London das erste Mal gesehen, zusammen mit meinem Freund. Und ich hatte schon so lange drauf gewartet und ich habe mir schon vorab so viele Gedanken gemacht, wie der Film aussehen könnte, was er alles macht. Ich wusste, dass er eine sehr aufwendige Postproduktion hat. Ich wusste, dass da noch viel passieren würde. Nur um ein Beispiel zu nennen, ich finde, dass die Musik absolut... Also von einmaliger Schönheit ist wirklich, also ich wusste das, ich war sehr gespannt zu sehen, wie das alles zusammen funktionieren würde, wie die Geschichte funktioniert, aber natürlich auch, was er im Nachhinein alles noch gemacht hat. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ja, weiß ich nicht, da hatte ich das Gefühl, ich habe nur die Hälfte gesehen, da wollte ich ihn sofort nochmal sehen.